Polska Genetics, Hardcore Natural Bodybuilding and more. Yo Leute, was geht ab? Mischa hier und heute mal wieder mit einem Thema, vor allem für Anfänger, aber auch für den ein oder anderen Fortgeschrittenen vielleicht jetzt, der sich bereits in Diät befindet und fürs nächste Jahr, für den nächsten Aufbau nicht wieder den gleichen Fehler machen will. Heute geht es ums Thema Massenphase und wieso ich persönlich eine klassische Massenphase, einen klassischen Bulk für absoluten Schwachsinn halte. Und der Grund, wieso ich mit diesem Video jetzt komme, ist, weil ich ja seit geraumer Zeit mit meinem Lean Bulk System sehr viele Leute erfolgreich coache und es dann aber immer wieder Kritiker gibt, die mir sagen, ja, aber Mischa, du hast ja damals, als du angefangen hast zu trainieren, auch nicht einen typischen Lean Bulk gemacht. Wieso sollten denn die Leute jetzt, besonders die Anfänger, nach deinem Lean Bulk System trainieren? Und Leute, es ist ganz einfach. Ich war damals ein Anfänger, ich hatte keinen Plan und entsprechend möchte ich natürlich, dass die Anfänger jetzt, heute, nicht denselben Fehler machen wie ich damals. Denn, wo fange ich an? In erster Linie geht es mir vor allem jetzt hier mal darum, die paar Nachteile einer solchen Massenphase zu erläutern. Also die Vorteile solltet ihr mittlerweile kennen. Das heißt, wenn ihr noch nicht Bescheid wisst, checkt mal das Lean Bulk System ab. Die Sales Page, dort gebe ich mehrere Argumente dazu. Jetzt geht es mir aber vor allem um die Nachteile einer klassischen Massenphase. Und das fängt als Anfänger mal erstens da an, dass man sehr schnell an Gewicht zulegt und schnell an Gewicht zunehmen ist genauso schlecht wie schnell Gewicht zu verlieren. Es ist nie langfristig bzw. nie wirklich qualitativ und schon gar nicht gesund. Also wer jetzt innerhalb von 2-3 Monaten 10 Kilo zunimmt, der kann davon ausgehen, dass 80% davon Fett und Wasser ist. Wenn man nicht gerade mit einer sehr, sehr, sehr guten Genetik gesegnet ist oder eben wie gesagt, sich einigermaßen anständig ernährt und wirklich kleinere Schritte macht. Also 10 Kilo in einem Jahr im ersten sind auf jeden Fall besser als 10 Kilo in einem Monat oder in 2 Monaten. Und was sind denn die genauen Nachteile einer solchen Massenphase? Ich fange damit direkt mal an, was einer meiner Fehler war und einer meiner größten Nachteile mittlerweile. Wenn ihr schnell zunehmt und euer Körper nicht nachkommt, dann passiert was? Ihr bekommt sogenannte Hautrisse. Man sieht sie bei mir glücklicherweise nicht so gut, aber hier habe ich zum Beispiel auf der Schulter einen ziemlich fiesen und den habe ich, das ist der letzte, den ich bekommen habe. Zuerst habe ich die hier bekommen. Ihr seht das hier auch noch. Ich muss mich wieder mal rasieren, sehe ich gerade. Und auf den hinteren Schultern, das waren die ersten, die ich hatte. Also ihr seht, ich habe einige fiese Hautrisse bekommen und auf der FIBO ist mir das aufgefallen, wie viele junge Leute, so zwischen 16 und 18, schon diese richtig fiesen Hautrisse hatten, also noch fieser als ich. Natürlich ist es auch genetisch bedingt, gewisse Leute bekommen sie krasser als andere, aber das war schon ziemlich heftig und das ist wirklich, das sieht man immer wieder bei den Typen, die einfach mal in sich reinfressen. Das heißt, dieses klassische Aufbauen, Masse zulegen, das resultiert einfach meistens bei diesen Leuten dann in solche Hautrisse. Also das ist schon mal das Erste. Und solche Hautrisse, ich sag's immer wieder, ich bekomme diese Nachricht jeden Tag, kann man nicht mehr rückgängig machen. Hautrisse sind für die Ewigkeit, die sind nicht auf der Hautoberfläche, sondern in der Haut drinnen, da im Narbengewebe, das ist wie eine Narbe und das bekommt ihr nicht weg auch und ihr könnt es auch nicht verhindern mit diesen Cremes, weil diese Cremes, die wirken wie gesagt auch nur in dieser oberen Hautebene und dringen gar nicht erst so tief ein ins Narbengewebe, ins Bindegewebe, also das ist Bindegewebe, das vernarbt ist, das werdet ihr nicht mehr los, also das ist schon mal der erste Grund, wieso ich einen Lean Bulk, einen langsamen Aufbau, einen sauberen, möglichst sauberen Aufbau, einem klassischen Aufbau ganz klar vorziehe. Der zweite Grund, der auch für Anfänger, für viele Anfänger ein Thema wird, ist die Motivation. Und jetzt lachen einige vielleicht, was heißt Motivation? Es ist ja in erster Linie mal so, dass wenn man ein Lauch ist, wenn man dünn ist, dass man möglichst schnell einfach mal schwerer werden wird. Das war auch bei mir so. Bei mir hat sich das glücklicherweise damals sehr gut verteilt. Das heißt, hier kommt jetzt meine Genetik ins Spiel. Ich habe diesen Fehler zwar gemacht, aber ich bin sehr gut davon gekommen, weil sich meine Fettreserven entsprechend am Arsch, an den Beinen ansetzen und ich dazu noch
doch relativ überdurchschnittlich schnell an Muskelmasse zugenommen habe. Was aber für die meisten Leute hier leider nicht gilt. Das heißt, die meisten Leute nehmen dann einfach sehr viel Fett am Bauch zu, nehmen im Allgemeinen dieses schwammige, diesen schwammigen Bulky-Mode an. Man nennt das so dieses, also ihr kennt das sicher. Einige sind jetzt gerade in diesem Modus, ich habe auch viel an der Fibo gesehen. Die sehen zwar in einem Pulli, in einem T-Shirt, sehen die schon massig aus, aber die haben einfach diese Fettreserven am Bauch, an den Armen. Und jetzt kommt die Motivation. Wie wollen diese Leute ihre Fortschritte nach ein paar Monaten überhaupt noch erkennen? Das habe ich sehr oft, bekomme ich diese Mail, dass die Leute gar nicht mehr wissen, wann sie überhaupt noch Fortschritte machen, weil sie diese Gains nicht mehr sehen können. Ich selber in meinem jetzigen Körperfett von ca. ich sag's jetzt mal 12% jetzt nach 2 Wochen Aufbau wieder, ich merke jeden verdammten Muskel, wie sich der verändert optisch, ich sehe da alles. Und sobald man eben ein bisschen mehr Fett an sich hat, so ab 15-16%, ist es überhaupt gar nicht mehr möglich, höchstens noch vom Tasten her. Also es wird dann einfach um einiges schwerer und die meisten Leute verlieren dann auch, besonders im Gym, die Motivation. Die Leute, die sehr definiert sind, die sind im Gym immer, sehen entsprechend gut aus und sehen auch ihre Fortschritte viel besser. Also das ist der zweite Grund, langsam, aber sicher aufzubauen. Jetzt gibt es noch andere Gründe. Es gibt der einfache Grund, dass man einfach eine viel, viel längere Diät einplanen muss. Das heißt, jemand, der mal auf 18% Körperfett ist, der wird dann einfach auch entsprechend 3-4 Monate lang Diät machen müssen, um überhaupt wieder in diesen normalen Körperfettbereich zu kommen. Das wäre schon mal mir persönlich zu blöd. Ich habe es bisher nie über 14 oder 15% Körperfett forciert. Und jetzt kommt ein weiteres Thema. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass ihr das wisst. Fettzellen, die einmal entstanden sind, die könnt ihr nicht mehr, die werden für immer an euch sein. Das heißt, Leute, die mal fett gewesen sind, die mal übergewichtig waren, haben die Gefahr, viel schneller auch wieder übergewichtig zu werden. Das heißt, wenn ihr einmal diese Fettzellen gebildet habt, dann müssen die sozusagen nur noch aufgefüllt werden. Das heißt, für Leute, die diese klassischen Massenphasen forciert haben über die ganzen Jahre, die sind dann einfach geprägt, die sind dann schon fast schon verurteilt und müssen dann gleich doppelt aufpassen. Das heißt, das ist sehr wichtig, dass ihr das im Kopf behaltet. Das heißt, wenn ihr einmal diesen Fehler gemacht habt, gibt es kein Zurück mehr. Also schaut, dass ihr auf jeden Fall, also 18% ist schon die Obergrenze, schon die absolute Obergrenze. Und ja, es gibt dann noch so andere Sachen wie, umso fetter man ist, umso mehr Fett, das man hat, umso mehr Östrogen hat man auch im Körper. Das sind dann aber wieder Sachen, die man zu vernachlässigen hat. Das sind nicht die schlimmsten Sachen. Das sind einfach nur kleine Nebendetails, die ich noch so erwähnen möchte. Ihr seht einfach, es gibt sehr viele Gründe, die dagegen sprechen. Mal abgesehen davon, dass man sich einfach nicht mehr fit fühlt, meistens auch nicht mehr in anständige Kleider reinpasst und im Allgemeinen hat einfach eben, wie gesagt, die Motivation irgendwann verliert, weil man gar nicht mehr weiß, woran man eigentlich ist. Daher empfehle ich euch, Leute, baut langsam aber sicher auf. Setzt euch gar nicht erst ein Gewichtsziel, setzt euch lieber Ziele im Gym, wie viel Gewicht ihr bewegen könnt, möchtet bald. Das heißt, Progression im Gym, über der Progression auf der Waage sehen, das ist viel wichtiger. Das ist das, was ich im Lean Bulk System immer wieder preache, immer wieder den Leuten vermitteln will. Und wie gesagt, einer der klassischen Anfängerfehler. Und hier noch ganz kurz zum Schluss. Damit will ich nicht sagen, dass ihr mit 8% Körperfett rumlaufen müsst, 365 Tage im Jahr, und möglichst ripped sein müsst, weil so funktioniert es auch nicht, versteht ihr? Das ist genau der andere falsche Weg. Das ist jetzt mittlerweile Mode geworden, dieses, ich sag's jetzt mal, das wäre dann schon fast der Shredded Bulk oder Ripped Bulk. Das funktioniert einfach nicht oder nur sehr schwer oder sehr schlecht, weil das sind auch wieder verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen, aber einen tiefen Körperfett, eine niedrige Fettzufuhr führt zu einem geringen Testosteronspiegel, eure Libido ist im Bach, ihr geht den Bach runter, ihr habt keinen Sexdrive mehr, Testosteron ist entsprechend für einen Mann vielleicht auch noch wichtig. Dann kommen die Gelenke dazu, die nicht mehr richtig funktionieren, die Leute, die sich dann immer, die immer weinen, weil sie verletzt sind, weil wieder irgendwas wehtut. Das habe ich ja auch in meiner Wettkampfdiät nochmal so für euch erwähnt gehabt, dass ich mich direkt an 2 Orten in den letzten 2 Wochen nochmal verletzt habe. Also es ist einfach sehr ein hohes Risiko dabei, mit so tiefem Körperfett aufzubauen. Zusätzlich dazu, dass es nicht
wirklich funktioniert. Dazu habe ich ja in der Vergangenheit schon Videos gemacht, die könnt ihr auch oft auschecken. Und das war es jetzt, mal wieder ein allgemeines Video zum Thema Ernährung. Gebt mir Feedback, was ihr davon haltet. Habt ihr damals einen klassischen Aufbau gemacht oder wart ihr schon von Anfang an im richtigen Team, wart ihr schon Anfang an richtig informiert? Möchte ich gerne mal von euch wissen. Wie gesagt, ich habe damals den in Anführungszeichen Fehler auch gemacht, bin aber zum Glück früh genug auf die richtige Spur gekommen, habe zusätzlich eine sehr, sehr gute Genetik und einen schnellen Stoffwechsel mitgebracht, dass es sich sozusagen noch, der Schaden hat sich in Grenzen gehalten, möchte ich jetzt mal so sagen. Und von daher danke ich euch fürs Zuschauen, Leute. Gebt mir Feedback, Daumen hoch wäre nett und man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Peace out.